Und da sind wir wieder bei Textlastig mit dem lustigen Falk. Hallo, weniger lustiger Simon. Und wir sind mit Sam auf Erkundungstournee. Und mit Erkundungstournee meine ich Angriffstrupp auf die anderen, die da in der Stadt rumlungern. Potenziell. Genau. Potenziell. Also es gibt da eine andere Gruppe, die sie verschanzt haben, die wir eventuell angreifen wollen. Es gibt da noch vielleicht den Bruder des unserer geliebten Sams, der sich eventuell auf einer, was hat er gesagt, einer Basis in der Nähe des Flughafens aufhält. Mhm. Wir haben von einer Mauer erfahren, die anscheinend alle daran hindert. Zaun. Stimmt, es ist noch nicht mal eine Mauer. Mhm. Stimmt, jetzt wo du sagst. Nix können die Amis. Wir konnten wenigstens eine richtige Mauer bauen, Freunde. Das ist wie, ich bin immer fasziniert im Museum, ja, da wird teilweise noch nicht mal eine wirkliche Abzäunung um irgendwas gemacht, sondern die kleben nur auf den Boden so Klebestreifen hin und das funktioniert. Psychologisch bleiben die Leute einfach davor stehen, weil sie sehen, aha, Klebestreifen soll man wohl nicht rübergehen. Echt? Ja, und ich war letztens noch in einem Museum, da hat es dann, aber wenn dann doch Leute rübergehen, hat es dann laut angefangen zu piepen. Das war überhaupt nicht nervig in diesem Museum, dass es dauernd gepiept hat, wenn da aus Versehen mal eine Zehe über das Klebeband reichte. Aber gut, machen wir mal hier weiter, ne? Weil Ace und Sam und sowas, die wollen ja nicht so lange warten. Die wollen ja endlich mal angreifen. Die wollen ja endlich mal los hier. So. Anscheinend befand sich die vermisste Gruppe auf dem Weg dorthin. Achso, warte mal, wollen wir vielleicht mal kurz die letzten zwei wiederholen? Mhm. Also wir haben ja gesagt, ob Sam nicht hätte auf den Funkspruch antworten können, den er da mitbekommen hat. Als er bei Ace war. Mhm. Genau. Und er sagte, nein, natürlich nicht. Ich war nur froh, dass Ace dabei nicht auf irgendwelche dummen Gedanken kam. Und weiterhin hat er gesagt, auf jeden Fall ging aus dem Funkspruch hervor, dass sich mein Bruder in irgendeiner Basis in der Nähe des Flughafens aufhält. Mhm. Und jetzt heute, nicht? Also jetzt in der neuen Folge, fängt es an mit, anscheinend befand sich die vermisste Gruppe auf dem Weg dorthin, bevor der Kontakt zu ihnen abbrach. Dort muss ein großes Stadion sein. Genau, also es hatten sich zwei Soldaten unterhalten. Und zwar darüber, dass ein Militärtrupp vermisst wurde. Genau, und einer dieser beiden Soldaten, die sich unterhalten haben, könnte eventuell Sams Bruder sein. So. Okay, aber jetzt war anscheinend befand sich die vermisste Gruppe. Ist aber auch schon eine geile Geschichte, oder? Also man hört zwei Soldaten zu, die über eine verloren gegangene Gruppe reden, die wiederum irgendwo war und die aber nicht abgehört, sondern die zwei, die sich darüber unterhalten haben, werden abgehört. Und die sind wiederum in der Nähe eines Flughafens auf einer Basis. Aber die anderen, die waren bei einem großen Stadion. Also ich weiß nicht mehr, was wir machen. Ja. Der Bruder meines Onkels, meiner Halbschwippschwägerin, hat mal gesagt, dass er gehört hätte. Genau. Okay, weiter geht's. Des Weiteren war herauszuhören, oh Gott, es kommt noch mehr, dass mein Bruder... Wir können wieder eine Karte malen, wie bei den anderen Adventuren. Stimmt, mit so Gedankenbubbles. Mm. Genau. Also, des Weiteren war herauszuhören, dass mein Bruder die vermeintliche Stelle morgen Mittag erreichen wird. Das Ganze hat eine hohe Dringlichkeit, weil die Säuberung näher rückt. Okay, das war die Plattmachung des Militärs, die anscheinend ansteht. Okay, warte mal. Aber welche was ist Stelle? Denn jetzt die vermeintliche Stelle? Ist das ja. jetzt das Stadion, der Flughafen oder die Basis? Ich weiß es nicht. Oder die Gruppe, die sie angreifen wollen, kann es ja auch noch sein. Nee, warte, also nee, guck mal, der Bruder redet ja darüber. Also, okay, erstes Mal will ich hier kurz anmerken, dass Sam sich schon sehr sicher ist, dass es sein Bruder ist, weil er spricht jetzt schon von seinem Bruder, genauso wie er in der letzten Folge von sein Haus gesprochen hat, ja. Also Sam ist sehr besitzergreifend, so. Aber der Bruder berichtet ja über die vermeintliche Stelle und ich würde jetzt vermuten, dass es da um das Stadion geht, weil es ging ja darum, dass dieser Trupp verloren gegangen ist. Mhm, mh.
oder? Sehr richtig. So würde man es, glaube ich. Oder die Stelle ist auf dem Weg zum Stadion, weil die Gruppe ist ja auf dem Weg zum Stadion verloren gegangen. Also will man ja nicht zum Stadion, sondern zu der Stelle, wo die Gruppe verloren gegangen ist. Das klingt ein bisschen wie Black Hawk Down. Ich glaube, da gehen sie auch am Ende Richtung Stadion. Ja? Okay. Mhm. Oh. Okay, machen wir weiter. Ich weiß, wo dieser Flughafen ist. Was? Ich müsste also auf dem Weg dorthin auch das Stadion finden können. Wenn ich es rechtzeitig schaffe, könnte ich dort meinen Bruder finden. Sam, was ist denn jetzt plötzlich? Das ist das erste Mal, dass du irgendwas weißt, oder? Hm. Also, der stolpert hier von einer Stadt in die nächste, hat keinen Plan und jetzt hat er plötzlich Ahnung, wo ein Flughafen ist. Warum sagt er das eigentlich jetzt erst? Vielleicht hat der Schlag auf seinen Kopf von Ace hat vielleicht was ausgelöst. Wir hätten da ja vielleicht schon lange einen Hubschrauber klauen können oder so. Ja, das stimmt. Ja. Also, wie gesagt, ne, wir hatten ja in irgendeiner Folge mal erwähnt, dass es schon komisch ist, dass wir zumindest, vorausgesetzt, wir haben es nicht wieder vergessen, wie es oft so passiert, aber eigentlich nicht wissen, warum wir das hier gerade alles machen und wohin wir auf dem Weg sind eigentlich, ne? Ja. Na gut, aber gucken wir mal weiter. Wir können jetzt nämlich sagen, falls du bis dahin nicht mehr in Gefangenschaft bist. Geschangenfaft. Genau. Oder, und wenn es gar nicht dein Bruder war, Fragezeichen. Das finde ich jetzt da tatsächlich eine investigative Frage, die wir durchaus mal stellen können. Mhm. Oder? Mhm. Ich meine, Sam wird wahrscheinlich gleich anfangen zu weinen, aber Der andere Soldat sprach ihn mit seinem Namen und Dienstgrad an, wodurch ich ziemlich sicher bin. Okay. Okay, ist ein valider Punkt. Wir werden es schaffen. Davon bin ich überzeugt. Okay. Ich habe wirklich seit langem mal wieder ein gutes Gefühl bei irgendetwas. Gut. Ich werde mich in ungefähr 3 Stunden wieder bei dir melden. Wow. Okay, habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ist das jetzt der Angriff auf die andere Gruppe? Nee, er will sich jetzt losmachen. Ja, aber er kann doch nicht einfach da weglaufen. Kann er schon. Sie fragen nur, ob er von hinten erschossen wird dabei. Irgendwie habe ich es heute mit Schießen irgendwie. Ich finde es irgendwie, weiß auch nicht. Komisch. Ja, nee, aber er ist doch gefangen von Ace und seiner coolen Truppe. Das Ace-Team. Ist das? Ich weiß, wo dieser Flughafen ist. Ich müsste also auf dem Weg dorthin auch das Stadion finden können. Nach welcher Logik? Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Warum jetzt das Stadion auf dem Weg zum Flughafen? Keine Ahnung, ja? Na, vor allem auf dem Weg zum Flughafen von Camp hier, also das ist ja nur noch mal eine andere Location. Ja, und zu allem wird ja Sam nicht einfach freigelassen. Ace wird ja nicht sagen, du hast deinen Bruder gehört, na gut, dann hier hast noch ein Eis und dann mach's gut. Was ist das denn jetzt? Aber gut, wir können ja mal gucken, wie es nach den 3 Stunden weiterging. Geht. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Stadtrand. Diesmal ohne Eiswagen, würde wohl zu sehr auffallen. Dinge, die man in der Zombie-Apokalypse relativ selten sagt. Diesmal ohne Eiswagen. Sonst gehen wir immer mit dem Eiswagen auf Zombies los und andere, aber heute hat man immer was zu essen dabei. Ist eigentlich immer gar nicht so doof. Okay. Ace und die anderen sind bis auf die Zähne bewaffnet. Bin echt gespannt, was da auf mich zukommt. Ich glaube, eine Menge Patronen kommen gleich auf dich zu, Sam. Stimmt, Patronenhülsen, ne? Nee, nicht die Hülsen, sonst der, was ist denn der Teil der Nicht-Hülse, also die Patronenkugel, ne? Das Geschoss? Ich habe keine Ahnung. Ja. Ach, und mir haben sie natürlich keine Waffe gegeben. Sam. Das macht überhaupt keinen Sinn, wieso sollten sie sich dann mitnehmen? Warte mal, aber guck mal, wie war das, fällt mir gerade nicht ein, aber die schärfste Waffe ist die Feder, oder wie war das? Nee, das Wort ist die beste Waffe, oder? Sagt man nicht auch ein Säbel? Die Feder ist stärker. Nee, hier, die Feder ist stärker als das Schwert, oder? Ja, kann man bestimmt auch sagen, ja klar. Das sagt aber auch nur ein Vollidiot, der das noch nie probiert hat. Naja, aber auf jeden Fall wollte ich damit andeuten, dass Sam natürlich das Handy hat und er schreibt mit uns und das ist natürlich viel besser. Außerdem hat er eh keine Hand frei, der ist doch eh die ganze Zeit am Tippen.
Stimmt. Das ist wie einer dieser Teenies von heute, die nur noch auf ihr Handy gucken. Ja, ja. So, genau, keine Waffe. So, ich mache mir Sorgen, können wir jetzt sagen. Oder wo seid ihr gerade? Hat er doch gesagt. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zum Stadtrand. Diesmal ohne Eiswagen. Das ist halt herrlich unspezifisch. Mhm. Also ich würde schon fragen, wo seid ihr gerade? Na gut, Falk, dann gehen wir deinen Weg, wenn wir jetzt gleich... Kann natürlich Unrecht haben. Ja. In einer Art Industriegebiet, sagt er. Mhm. Bisher sind wir auf verdammt wenig Infizierte gestoßen. Einer aus der Gruppe hat mir vorhin erzählt, dass sie ihre Spritztouren mit dem Eiswagen abhalten, um Jagd auf die Infizierten zu machen. Mhm. Darüber hinaus scheint Ace total drauf abzufahren. Mhm. Der Kerl ist krank, können wir jetzt sagen, oder? Woher sie wohl die ganzen Waffen haben? Mhm. Machen wir das, oder? Ja. Das andere macht er einfach nur. Es macht ja keinen Sinn, Acey zu beleidigen, ne? Sie sind Plünderer. Uiuiui. Ui. Genau die Art von Menschen, die Krisensituationen ausnutzen, sie regelrecht begrüßen. Genau der. Naja, also. Okay. Ist ja ein bisschen harte Kritik, oder? Ich meine, in dieser Situation ist das ja irgendwie verständlich. Vor allem sind die von einem blöden Zaun umgeben. Also, die haben jetzt auch nicht so richtig eine andere Wahl, ne? Weiß ich nicht. Na gut, gucken wir weiter. Okay, wir scheinen unser Ziel erreicht zu haben. Okay, dann mal raus die Knisten. Kniften. Nicht Knisten. Aber irgendwas hier ist merkwürdig. Warum wird das Gelände von niemandem bewacht? Na, weil die sich alle verschanzt haben, oder? Mhm. Okay. Das ist interessant. Wir können jetzt Acey Boy, wie wir ihn jetzt schon nennen, ne? Von unserem Verdacht berichten lassen durch Sam, oder wir können einfach weitergehen. Wollen wir mal Acey Bescheid sagen? Hey Acey, wie sieht's aus hier? Sagst du mal, ja. Komm hier, es ist, hörst du das? Was denn? Ja, nichts. So ist das doch immer im Film, oder? Es ist zu ruhig. So ist es immer, Simon. Immer ist es so. Ja. Oh. Verdammter Mist, wir sind direkt in einen Hinterhalt geraten. Aber er sollte doch Ace Bescheid sagen. Das sollte sagen. Er doch Ace sagen. Oh Mann. Das ist wahrscheinlich so, wie es wiederum immer in Filmen ist. Ja. Dass derjenige sagt, ja, lass uns später reden. Ja, genau. Ich habe gerade keine Zeit. Oder Sam war genauso aktiv eben, wie als wir unseren Freund am Fluss retten wollten. Weißt du? Und nicht gerufen haben, sondern uns irgendwie rumgestolpert stimmt, sind. Das naja. Stimmt. Gut, auf jeden Fall sind jetzt überall Infizierte, sagt doch Sammy hier. Mhm. So. Konnte mich in den Frachtraum eines umgekippten Trucks retten. Wow. Was? Ach so, nur Sam und der Rest? Hier herrscht das absolute Chaos. Ja, ist ein Truck umgekippt, ne? Das ist nicht also normal. Also im Frachtraum oder draußen? Das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich beschreibt er einfach gerade, dass in dem Truck alle Kisten umgefallen sind und das macht ihn total fertig. Ace ist gerade umgekippt, ist von einer Kugel getroffen worden. Er streckt die Hand nach mir aus. Ja, Moment. Er streckt die Hand nach mir aus. Also nicht streckte. Mhm. Also jetzt also, aktuell oder was? Ja, also na klar, Sam ist live dabei. Also... Ja gut, hätte ich halt jetzt erst, also ich hätte diesen Satz in Vergangenheitsform geschrieben, weil ich sicherlich nicht erst geschrieben hätte, sondern erst geholfen hätte. Ja, aber Sam, Sam, man könnte es jetzt schon als unterlassene Hilfeleistung definieren, aber Sam schreibt halt zuerst, keine Ahnung. So, das ist die Chance zur Flucht, können wir jetzt sagen, oder kannst du ihm helfen? Komm, wir helfen Acey, oder? Ja klar, weil wenn wir wegrennen, werden wir ja auch erschossen. Stimmt. Ja, außerdem, wohin sollen wir jetzt, ja, genau, also optimal ist die Situation nicht zur Flucht. Na, also helf mir mal, Schnuffi. Im Übrigen bin ich genauso heute bei Hand gestorben. Ich bin weggelaufen und wurde von hinten erschossen. Oh. Also ist ein Videospiel, nicht? Nicht, dass die Leute gleich anrufen. Ich wurde von hinten in einem Videospiel erschossen. Okay, sehr gut, dass du das nochmal so klargestellt hast. Multiplayern, nicht? Ob ich, kannst du ihm helfen? Kannst du ihm helfen? Kannst du ihm helfen? Ja, genau. Ob ich was? Will ich das wirklich? Der Mistkerl hat mich foltern lassen und dich erpresst. Wow, Sammy. Du hast ein paar blaue Flecken gehabt. Das bisschen Prügel ist doch keine Folter. Ja, in blauen Fleck holen sich manche Leute, wenn sie irgendwie an der Schublade sich rempeln. Uns hat's doch damals auch nicht gestört.
foltern. Also ich weiß nicht. Ich meine, genau genommen wissen wir noch nicht mal, ob diese blauen Flecken überhaupt von diesen Typen kamen, ne? Also es könnte genauso Sam sich vorher schon eingehandelt haben, während er durch den Wald stolpert oder sowas. Aber echt. Das war nicht nachvollziehbar bewiesen, dass die den gehauen haben. Und erpressen ist es auch zu viel gesagt. Ich meine, sie haben uns ein Eis angeboten. Das kann man natürlich als Korruption erpressen vielleicht, aber ich meine, er wird jetzt nicht so hart sein, Sam. Naja, du bist besser als er, können wir jetzt sagen. Oder du hast recht, flieh. Nein, Sam, du bist besser als er, oder? Ja. Komm hier, wir sind auf der richtigen Seite des Gewissens. Wir sind wie die Federation in Star Trek, wir sind die Guten, immer. Und gewinnen am Ende der Folge. Genau. Du bist besser als er, das bin ich allemal. Ich werde ihn in den Trakt ziehen und dann von hier verschwinden. Ha, und dann? Also fährt der Chuck noch, oder was? Nein, aber er will ihn in den Trakt ziehen, damit er dort in Sicherheit rumliegt. Also, ja. Ach so, und dann will er generell einfach nur ohne ihn verschwinden. Okay. Wahrscheinlich, ne? Ja. Okay, wünsch mir Glück, sagt er. Ich weiß nicht, ob es in diesem Truck so sicher ist, um ehrlich zu sein. Also. Aber gut, das werden wir dann sehen. Was ist deine Vermutung, wie es weitergeht? Also, ich, ja. Ich will nichts vorwegnehmen, Simon. Okay. Naja, also ich überlege, ich denke schon, dass er das irgendwie, dass er sich irgendwie aus dem Staub macht, diesen ganzen Chaos. Wenn wir Glück haben, schießen die anderen auch noch ein bisschen rum. Also da ist so ein Chaos, dass wir uns da einfach mal davon stehlen können. Und auch Aces, Buddies, da jetzt nicht irgendwie Stress machen von wegen, hier, der rennt weg, Fahnenflucht und so weiter. Sondern dass das einfach keiner gemerkt und wir uns da einfach wegschleichen können auf leisen Sohlen und mal sehen, ob das funktioniert hat. Also 45 Minuten später, ne? Oh Mann, bin in meinem Leben noch nie so gerannt. Dass ich es daraus geschafft habe, war mehr Glück als Verstand. Mhm. Ja gut, das, bin gerade an einem Schuppen außerhalb der Stadt angelangt, ziemlich heruntergekommen, aber um die Nacht hier zu verbringen, wird er ausreichen. Mhm. Och, guck, jetzt können wir ihm anbieten, also das ist jetzt ein bisschen abrupt, oder? Wir können jetzt sagen, sollen wir noch ein bisschen reden oder dann schlaf gut? Also, ja, ich habe aber auch eigentlich keinen Bock, mit dem zu reden. Das ist dann wieder, und hast du gestern Tatort geguckt oder was? Ja, aber guck mal, ich meine, der ist gerade um sein Leben gerannt. Er hat gerade wirklich traumatisches Erlebnis gehabt, hier Hinterhalt und sowas. Und jetzt einfach zu sagen, schlaf gut? Also ja, Babys müssen ja auch schlafen, damit sie das verarbeiten können. Das ist schon das Gesündeste. Ja, aber wahrscheinlich zwingt uns das Spiel jetzt zu reden. Ja, also von mir, ja, dann lass uns reden. Heieiei. Falk. Also das mit dem Sozialarbeiter, das müssen wir noch So, also, klar. Das ist ja dein Part. Das ist mein Part, genau. Klar, jetzt haben wir endlich die Zeit dazu, nicht wahr? Also, ich finde, er hat relativ schnell vergessen, dass er gerade noch eben super außer Puste sein muss. Aber gut. Was wird wohl morgen passieren? Aha, das ist nun mal eine gute Frage. Oder wir können sagen, hab's mir anders überlegt. Das ist ja super. Was eine beschissene Auswahl. Ich hasse diese Fragen. Was wird wohl morgen passieren? Müssen wir antworten. Ja, was weiß ich? Stimmt, okay, aber wir machen das, oder? Weil, hab's mir anders überlegt, macht ja keinen Sinn. Ja. Auf jeden Fall weiß ich, was ich mir von dem morgigen Tag erhoffe. Mhm. Wenn ich meinen Bruder gefunden habe, wird er nicht mit zu unserer Familie nehmen. Entschuldigung. Die sind natürlich in Sicherheit und alles wird gut. Warum? Also, ich meine, ich finde es gut, dass Sam optimistisch ist, aber... Sind die außerhalb des Zaunes oder was? Das, ja, also, ja, Sam, wir wollen dir ja nicht die Freude nehmen, aber ein bisschen weiter tiefer stapeln. Und vielleicht. Scheinbar ist das ja eine Aktion. Also mal angenommen, das ist eine räumlich sehr begrenzte Fläche. Ja. Innerhalb des Zaunes. Ja. Dann scheint mir das ja eine, weiß ich nicht, absichtlich, unabsichtliches, vielleicht Testgelände zu sein oder da ist wirklich was ausgebrochen und man hat schnell einen Zaun drumherum gemacht, dass es nicht weiter spreadet, aber es scheint ja generell eine militärische Aktion zu sein. Zumindest so, nicht? Und jetzt wüsste ich ja schon gern, warum dieser Sam da drin ist und scheinbar niemand in seiner Familie davon weiß. Weil sein Bruder, also weißt du, wenn seine Familie davon wüsste, dann wüsste es ja auch wahrscheinlich sein Bruder und würde vielleicht was
unternehmen und nicht einfach nur da rumstehen mit jemandem sagen, ja, ja, Olympiastadion und so nicht. Na gut, aber ich meine, wenn der Bruder da drin ist, dann ist da natürlich auch eine Menge Hektik und vielleicht ist dem... Ja, aber gut, wenn ich ein Soldat bin und ich muss auf irgendein Areal aufpassen, dann werde ich ja wohl wissen, also wenn ich weiß, dass, mal angenommen, wenn ich weiß, dass mein Bruder da drin ist, ja, dann werde ich ja wohl nicht sagen, ja, ganz schön stimmt, dass die anderen Johnnies da überfallen wurden auf dem Weg zum Stadion. Sondern ich wäre wahrscheinlich Deserteur und würde sagen, hier, ich muss meinen Bruder finden, oder? Ja, guter Punkt. Ich meine, vielleicht hat er ja auch schon aufgegeben, ne? Sowas wie, ja, okay, das hat eh keiner überlebt oder so. Das ist natürlich eine, ja, beziehungsweise, wenn, also sie wissen ja, wo Sam wohnt. Also der wohnt in Städtchen, keine Ahnung, Aachen oder sowas und dann bricht halt irgendwas aus, wird ein Zaun drum gebaut, dann würde man ja vielleicht nach 2 Wochen zumindest mal denken, so, ey, der hat sich schon lange nicht mehr gemeldet, keine Ahnung, in Nachrichten kommt auch nichts mehr aus Aachen oder wo auch immer das stattfindet. Was ist denn hier los? Naja, aber gut. Vielleicht ist es ja alles ein bisschen hektisch. Wir werden es erfahren, wenn wir einfach mal weiter gucken, ne? Jo, ganz genau. Fehlt nur noch ein und sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Also auf jeden Fall geht Sam ja davon aus, dass die Familie außerhalb des Zauns ist, also weit weg wohnen. Also sie müssen ja wirklich weit weg wohnen, weil er war ja auch überrascht, dass wir... Also das steht nicht da, ne? Es steht nur da, dass sie in Sicherheit dann wären. Ja, aber... Das wahrscheinlich außerhalb des Zauns, aber explizit dastehen tut's nicht. Obwohl er ja bis vor ein paar Stunden auch noch gedachte, dass es weltweit passiert, ne? Das stimmt. Genau. Ja, gut. Vielleicht hat er durch uns jetzt wieder Hoffnung bekommen, dass die Familie auch in Sicherheit ist, weil sie auch auf einem anderen Kontinent sind oder sowas. Mal sehen. Mal gucken. Ich denke aber, du weißt, was ich damit sagen will. Nee? Klar, träum weiter. Oder ich wünsche mir für dich, dass alles gut wird. Genau, 100% realistischer Satz. Den nehme ich. Welchen? Den zweiten. Schreibe ich ständig. Ich wünsche mir für dich, dass alles gut wird. Habe ich als Shortcut auf meinem Telefon gespeichert, dass ich nur noch 2 Buchstaben tippen muss. Er hat Smiley geschrieben. Das weiß ich, Smiley. Aber es ist ein normales Smiley, ohne Nase, aber auch kein Zwinker-Smiley. Ein normales Smiley. Das ist das zweite Smiley von Sam. Das ist ein besonderer Augenblick, Falk. Echt? Das zweite erst? Ich meine schon. Na gut. Du hast auch maßgebend dazu beigetragen. Ja, das stimmt. Ich habe so ein Gefühl, dass das alles bald ein Ende nehmen wird. Ob im Guten oder im Schlechten. Mir ist erst jetzt tatsächlich bewusst geworden, dass jede Entscheidung in meinem Leben immense Auswirkungen haben kann. Ja, es wird ja ganz philosophisch plötzlich. Wer ist denn der? Und wenn sie zunächst noch so belanglos erscheint, kann sie deine ganze Zukunft beeinflussen. Ah, ich glaube, er hat gerade so einen Weisheitenkalender gefunden oder so. Stimmt gerade. In diesem Schuppen. Die Rückseite vom Kalenderblatt. Hältst du gleich eine dramatische Rede, können wir jetzt fragen. Oder unsere Entscheidungen waren immer die richtigen. In Klammern außer die, wo wir im Zimmer geblieben sind und du gestorben bist. Aber das weiß ja keiner. Genau. Kann man machen, die zweite, oder? Ja, unsere Entscheidungen waren immer die richtigen. Sie haben mich auf jeden Fall am Leben erhalten. Ja. Naja, mehr oder weniger. Noch. Also müssen sie das wohl gewesen sein. Ja. Ich meine, was wäre, wenn ich am Anfang bei Anna geblieben wäre? Oh, jetzt fängt er schon wieder mit Anna an. Was wäre denn gewesen? Sie hätte dich gebissen? Oder so? Oder ich den Fußspuren heute Morgen nicht gefolgt wäre. Die Fußspuren, ja. Vielleicht hätte der andere dann überlebt oder so. Weiß nicht, vielleicht. Hat er ja wahrscheinlich, oder? Wir haben ihn ja gerettet. Also zumindest mal in den LKW gezogen. Nein, die Fußspuren, das war doch in dem Wald. Ach so, war das heute Morgen? Na, auf jeden Fall war es nicht vorhin bei dem Truck. Aber er schreibt da, oder ich den Fußspuren heute Morgen nicht gefolgt wäre. Naja, egal. Ja. Fußspuren heute Morgen, hat er doch gar nichts erwähnt. Ich glaube, das war in dem Wald. Okay. Alles hätte ganz anders verlaufen können. Unsere Reise eine völlig andere. Ja, Sam, wir haben es jetzt verstanden.
Ey, komm, jetzt sagen wir genug philosophiert, oder? Also ja, wir können jetzt sagen, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, jetzt ist mal wirklich genug, Sam. Also, jetzt ist wirklich genug. Ja, genug philosophiert, zack. Gut, wenn ich morgen auf meinen Bruder treffen will, bleiben mir jetzt nur noch 5 Stunden Schlaf. Warum eigentlich? Mehr habe ich heutzutage auch nicht, also bitte. Nee, ich meine, warum jetzt, also warum hat er jetzt so einen genauen Zeitdings? Haben wir da was gelesen, dass die exakt um, weiß ich nicht, 9.45 Uhr irgendwo sein wollen oder was? Das verstehe ich auch nicht. Ah. Vielleicht hat er einen Plan, wann er los will oder so. Und wir haben Tag 3 abgeschlossen. Moment, da steht doch noch was. Bis morgen. Sehr gut. Okay, also wir haben Tag 3 abgeschlossen. Das bedeutet, eine Option war, dass man stirbt. Ja. Also so und so viele Spieler sind am Tag 3 gestorben. Sind wir gestorben? Nee, ne? Wir sind nicht an Tag 3 gestorben. Nee, hat er gerade geschrieben, bis morgen. Ja, genau. Ich meine nur, wir hatten nicht nochmal neu laden müssen. Ach so, meinst du? Nee. Wir haben uns nicht selbst ertrunken, wir haben erfolgreich den anderen Typen im Stein erschlagen, wir haben das Mädel zurückgelassen, also alles Papilotti. Genau. Könnte man sagen, so. Und die Katze haben wir auch zurückgelassen. Die Katze, ne? Du und so viele andere Spieler haben glücklicherweise nicht auf den Schrank geschossen. Ja, das haben wir auch nicht gemacht, genau. Ach so, vielleicht für andere, die heute zum ersten Mal zuhören vielleicht, ich weiß es nicht. Wir erzählen die prozentualen Werte deshalb nicht, weil sie in unserer speziellen Version nicht aussagekräftig sind, ne? Genau, das sind irgendwelche Default-Werte, wir sind nicht online angebunden und Lesen wir bloß vor, welche Statistiken es überhaupt gibt. Genau, aber wir können halt dazu sagen, was wir gemacht haben und wir haben auf den Wandschrank nicht geschossen. Sehr gut. Und dann, gute Seele, du und so viele Spieler geben es eine zweite Chance. Ey, so schlimm war der jetzt echt nicht. Nee, fand ich jetzt auch nicht. Also die stellen ihn ja so als Oberbösewicht da. Aber oder zumindest war er clever genug, das nicht im Chat zu schreiben. Ja, das stimmt. Okay, aber Ace, Familienausflug. Okay, so und so viele Spieler lasen in fremden Tagebüchern. Wo soll das denn? Okay. Ja, was? Oh, hier, das war vielleicht, als wenn man das Haus untersuchen. Also man konnte doch, als wir zu dem Mädel gegangen sind, da konnten wir auch ein Geschäft untersuchen oder weiter rausgehen. Vielleicht hätten wir dann noch ein anderes. Stimmt, wir sind irgendwo direkt am Anfang weitergegangen, ne? Ja, interessant, okay. Tagebücher. Und dann gibt es den Fremdenbeobachter. Du und so viele Spieler haben dem Fremdenbeobachter den Schädel eingeschlagen. Hä? Ja. Na hier, das war. Ach, war das doch der fremde Beobachter dazu? Das war ja nicht ganz klar. Ach so, jetzt verstehe ich es. Da, der nachts an unserem Camp war. Genau. Verstehe. Und bis jetzt war ja nicht klar, dass das der Typ ist, ne? Glaube ich. Siehst du, aber, ach so, stimmt. Ich habe ja gerade noch selber gesagt, dass die Prozente nichts aussagen sind. Ja. Wollte gerade sagen, dass die Mehrheit auch empfand, den Stein zu benutzen, wäre ein bisschen weniger unmenschlich. Ja, also die realen Werte würden mich echt mal interessieren. Ich glaube, ich muss das nochmal spielen auf dem Telefon und dann mal gucken, wie die Prozente wirklich sind. Das ist mal wirklich sehr spannend. Ach so, siehst du, weil du das in der ersten Folge erwähnt hattest, ich habe mir das Spiel tatsächlich für iOS gekauft. Wow! Hab ich auch, oder? Also ganz am Anfang, als wir mal überlegt haben, ob wir das spielen wollen. Cool, Mensch. So geht das. Genau, Leute, hier, die ihr zuhört, alle schön kaufen, ne? Gibt's auch für Android, glaube ich. Alle schön kaufen und dann selbst spielen und dann in Tagebüchern lesen oder so. Oder mal ausprobieren, was passiert, wenn man den Typ ertränkt und nicht mit dem Stein haut. So. Genau, aber jetzt ist Sam ausgeschlafen und macht die Äuglein auf, denn der Sonnenschein kitzelt seine Augenlider. Oder es regnet, kann auch sein. Oder es regnet und er ist schon tot. Man weiß es nicht. Tag 4. Ich weiß, das sage ich morgens immer, aber heute Nacht habe ich wirklich besonders schlecht geschlafen. Okay. Na, so fängt ein Tag schön an. Von den 5 Stunden, in denen ich da lag, habe ich vielleicht effektiv 1 Stunde wirklich Schlaf gefunden. Wenn überhaupt. Nicht jammern, hoch mit dir oder tut mir leid zu hören. Ich würde sagen, nicht jammern, oder? Heute ist der große Tag, wir wollen den Bruder finden, wir wollen zum Stadion, ja, da kann man hier nicht Zeit verschwenden. Also, nicht jammern, hoch mit dir. Bin ja schon dabei. Wann habe ich eigentlich zuletzt etwas gegessen?
bekommt man bei akutem Nahrungsmangel nicht irgendwann Wahnvorstellungen oder ähnliches? Gute Frage. Wir haben noch nie was gegessen mit ihm, oder? Ich habe gesagt, nimm die Katze, solange sie da liegt, aber... Da war sogar eine Gabel daneben, meine Güte. Außerdem, aber obwohl, die war vielleicht wirklich zum Kämmen. Ach so. Aber im Ernst, ne? Das ist jetzt Tag 4 und wir haben noch nichts gegessen mit ihm. Oder ne, halt doch, in dem Farmhaus. In dem Farmhaus hatten wir doch, glaube ich, einen Schmaus mit der Familie da, mit den beiden. Stimmt. Ah. Außerdem, ich glaube, der Mensch kann verhältnismäßig lange ohne Nahrung auskommen. Ich habe 7 Tage, aber nur ein Tag ohne Wasser oder so. Ja, sowas, ne? Mir ist auch irgendwie 7 Tage ohne Nahrungsmittel irgendwie im Kopf. Na gut, gucken wir mal weiter. Wohl eigentlich 7 Tage. Müsste bestimmt eigentlich mehr sein, aber weiß nicht, scheinbar nicht. Wenn wir gerade bei Wahnvorstellungen sind. Vor ungefähr 2 Stunden habe ich 2 Militärhubschrauber in der Stadt kreisen sehen. Sie waren zu weit weg, um mich zu bemerken, aber ich denke, sie haben etwas in der Stadt gesucht. Mhm. Was könnten sie gesucht haben, oder? Warum hast du mir nichts gesagt, hä? Hä? Was könnten sie gesucht haben? Ja, eindeutig. Genau. Ja, eindeutig. Soll sich mal nicht so haben, unser alter Ego. Ja. Könnte alles mögliche gewesen sein. Soldaten, Überlebende, Infizierte, Ace. Warum sollen die nach Ace suchen? Ein bekannter Verbrecher. Das mit Ace war übrigens mehr als Spaß gemeint. Simon hat es wieder gemerkt da. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf den Weg zum Stadion. Unbewaffnet und ohne Proviant, aber mit großer Hoffnung. Na, hoffentlich findet noch eine Vuvuzela, damit er dann schön mitfeiern kann. Ich wollte auch mal einen kleinen Witz machen. Wenn er schon so einen raus hat mit Ace, dann kann ich mich da auch einreihen. Ja, machen kannst du ja, aber erfolgreich muss es ja nicht jedes Mal sein, ne? Unbewaffnet ohne Proviant, aber mit großer Hoffnung. Okay, aber er läuft jetzt zum Stadion. Er läuft jetzt nicht zum Flughafen. Weil er hat ja gestern noch gemeint, ja, ich weiß, wo der Flughafen ist, also kann ich dann ja zum Stadion, warum auch immer, aber okay. Ja, genau, das war irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Na gut. Bin an einer großen Stahlbrücke angelangt. Mhm. Ich werde übrigens seit einer ganzen Weile von einer Handvoll Infizierter verfolgt. Ach, das fällt ihm jetzt mal eben so ein, oder was? Sie sind sehr langsam, aber wirklich verdammt hartnäckig. Man könnte sagen, ich habe mich beinahe schon an sie gewöhnt. Mhm. Er sagt doch mal guten Tag. Ja. Klingt das für dich irgendwie merkwürdig? Du hast dich eben an die Umstände gewöhnt oder nimm das nicht auf die leichte Schulter. Ja, oder? Das Zweite, oder? Aber weil man sollte... Ja, generell sollte man schon vorsichtig sein. Ja, ja, ne? Komm. Natürlich nicht. Ich will mir meine Kräfte nur einteilen. Mhm. Valide. Vor allem nach der Nacht. Vor allem nach der Nacht. Wenn ich jetzt losrenne, fürchte ich, nach ein paar Metern einfach umzukippen. Mhm. Auf der Brücke stehen wirklich verdammt viele Autos. Einige davon sind völlig demoliert. Es haben wohl sehr viele Menschen versucht, fluchtartig die Stadt zu verlassen. So eine Brücke ist immer fies. So ein Nadelöhr, ne? Ja, erstens so ein Nadelöhr, zweitens sehr uneinsichtig, weil die ganzen Autowracks ja da stehen. Du weißt halt nie, ob da irgendwie doch nochmal ein Infizierter dahinter hockt oder ein Mensch, der dich ausnehmen will. Und ich sag mal so, in gewissen Spielen, wo man zusammen mit anderen spielt und auch gegeneinander spielt, sind so eine Brücken immer besonders schöne Hinterhalte, ne? Ja, eben, weil Nadelöhr, ne? Genau. Schwieriges Thema. Und sind daran gescheitert, wenn ich statt zu laufen in einem Auto zum Stadion fahren könnte. Oh, das finde ich gut. Gute Idee. Die Autos zu überprüfen wäre zu riskant. Oder vielleicht ist eines der Autos fahrtauglich. Oh. Also ich sehe nichts, was dagegen sprechen würde, das zu prüfen, wenn man es vorsichtig macht. Ja, stimmt schon. Also wenn man jetzt nicht irgendwie mit der Hand über alles Glas schrubbt, was da irgendwie eventuell zu brauchen sein kann. Wenn man übersieht, dass ein Zombie auf dem Rücksitz liegt. Ja. Ja, meinst du, wollen wir mal ein bisschen Whisky sein heute, ne? Ja, wenn nicht, stirbt er halt, ne? Feig ein bisschen mehr Anteilnahme hier. Also, dann überprüfen wir jetzt mal die... Ach, Ma, ich habe jetzt gemacht, die Autos sind überprüfen zu riskant. Ja. Och, Mist, jetzt habe ich das ausgesehen. Ich glaube, das war aber, weißt du, das war ein Wink des Schicksals. Ja, ich glaube, das, ja. Das war dieser Lichtblitz bei mir hier draußen scheinbar. Mhm. Nicht direkt überprüfen, aber die meisten Autos erscheinen auf den ersten Blick komplett leer zu sein. Okay. Eines der Autos näher zu untersuchen, würde sich theoretisch erst lohnen, wenn sich noch Menschen darin befinden, oder?
Wie so jetzt? Die Logik verstehe ich jetzt nicht. Also wir können jetzt fragen, wie meinst du das oder korrekt? Ich würde sagen, wir machen, wie meinst du das, oder? Mhm. Aber wir können es mal ganz kurz selbst interpretieren. Wenn dort Menschen, okay, wenn das Auto noch funktionieren würde, dann wären die Leute damit weitergefahren. Mhm. Und der einzige Grund, dass sie nicht weitergefahren wären, wäre, dass sie schon tot sind vorher oder so. Oder dass das Auto noch als sie lebten unbrauchbar war, sodass sie ausgestiegen sind. Und also damit wir wäre machen mal, wie meinst du das, oder? Mhm. Oder? Mhm. Einfach nur mal, um sicher zu sein. Naja, ich habe weder die Zeit noch die erforderlichen Kenntnisse dafür, um ein Auto kurz zu schließen. Okay. Ja, okay, aber das beantwortet ja nicht seine Frage, wa? Mhm. Somit bin ich völlig auf den passenden Schlüssel dazu angewiesen. Und man würde, und wann würde der passende Schlüssel wohl noch im Zündschloss stecken? Na, die könnte, okay. Hä? Die könnte auch stecken lassen haben und wegrennen. Ja, aber dann ja wird das Auto nicht mehr funktionieren, wa? Außer es stand im Stau. Okay. Ja, genau, weil die Brücke ist ja offensichtlich voll, wenn du nicht weiterkommst. Aber gut, dann würden wir jetzt auch nicht mehr weiterkommen, ne? Hm. Richtig, wenn sich der Fahrer aus welchem Grund auch immer selbst noch im Fahrzeug befindet. Oh nee, das ist jetzt so eine wie vorhin mit der Pistole-Geschichte. So, hier greif nach dem Schlüssel und dann beißt er einen in den Arm. Ja, wir schießen einfach vorsorglich. Ich schreibe dir, falls ich eines finden sollte. Ey, aber merkst du was? Nee. Wir haben ihm geraten, nicht zu den Autos zu gehen. Und er macht jetzt hier einen auf Obermacker und macht es einfach trotzdem. Das stimmt. Ich glaube, der emanzipiert sich von uns, Falk. Ich glaube, das können wir nicht durchgehen lassen. Der hat schon mal irgendwas nicht gemacht, was wir machen wollten. Ich glaube, der hat irgend so eine Frage nicht beantwortet oder übergangen. Ich glaube, der hat einen Höhenflug. Ich glaube, der braucht mal wieder ein bisschen Popoklatschen mit Anlauf. Eieiei, das klingt ein bisschen komisch. Weil das geht so nicht, Sam. Wenn wir hier sagen, geh nicht zu den Autos, dann gehst du nicht zu den Autos. Genau. Und die Frage, die wir ihm davor mal angetan hatten, war, such den Rucksack durch von hier dem Heini. Ah, genau, das war's. Den wir marmeladisiert haben. Aber dann hat er einfach abgelenkt. Ja. Tja, ich bin mir jetzt nicht sicher. Wollen wir jetzt klicken? Hier... Ja. Achso, okay, wir wollen weitermachen. Gut, sehr gut. Dann zack, zack, zack. Eben. Wollte dir nur einen kleinen Zwischenbericht geben. Gut. Schieß los. Oder kannst du für dich behalten? Was? Warum sollen wir das denn sagen? Oh Mann, also, schieß los. Also echt, ja. Bisher habe ich noch kein Auto gesehen, das auf meine Beschreibung passt. Zumindest nicht vollständig. Okay. Es befanden sich sogar in mehreren Fahrzeugen noch Passagiere, jedoch waren diese stark beschädigt, bis hin zu völlig ausgebrannt. Ach so, okay. Die Passagiere? Dachte ich auch erst, dass die Passagiere beschädigt waren, aber... Und ausgebrannt. Haben zu viel gearbeitet. Ich wollte gerade sagen. Noch dazu hat mich meine Suche anscheinend mehr verlangsamt, als ich anfangs angenommen hatte. Mhm. Denn meine stummen Verfolger haben mich ein ganzes Stück aufgeholt. Mhm. Ich suche weiter. Sag mal, der legt es aber auch drauf an, oder? Ja, wer es so drauf ankommen lässt, der hat es halt manchmal nicht anders verdient. Ah, na gut, gucken wir mal weiter, oder? Beinahe hätte ich die Hoffnung aufgegeben. Aber ich stehe tatsächlich gerade vor einem unbeschädigten Auto, dessen Passagiere noch darin sitzen. Passagiere, ich würde auch sagen Besitzer, Sam. Das weiß man ja nicht. Er nimmt sich das Auto schon wieder mental. Es muss erst viel später auf der Brücke angekommen sein, denn es besteht deutlich abseits, neben dem Stau sozusagen. Okay. Keine Ahnung, was genau mit ihnen geschehen ist, aber der hintere Passagier ist definitiv ein Infizierter, der aber bereits tot ist. Kann das sein, dass das der erste Infizierte ist, der tot ist, den wir treffen? Weil bisher waren die alle am Schlurfen, oder? Zumindest bei denen noch so erwähnt, ja. Ja. Denke ich zumindest, ja. Denke ich zumindest, genau. Ja. Famous last words, ja. Steckt der Schlüssel oder auf was wartest du dann? Komm, wir fragen erstmal auf der Schlüssel, ne? Mhm. Das kann ich von außen nicht erkennen. Mhm. Naja. Die Türe ist auf jeden Fall verschlossen. Hä? Und wie kriegen wir die denn auf? Scheibe einschlagen, okay. Ja. Bei dir ist auch ein krimineller, kein kriminelles Blut im ja, in der Arterie. Genau. Ein unlösbares Problem. Schlag die Scheibe ein oder vielleicht gehst du doch lieber zu Fuß. Also ich weiß nicht, ich finde, wenn da hinten schon einer rumliegt und wir haben bisher noch keinen gesehen, der schon mal richtig tot war, die leben doch alle noch. Naja, und vor allem sagt er ja, dass der hintere definitiv tot ist. Von allen anderen erzählt er das aber nicht.
Genau, woher soll denn? Nee, komm, wir gehen weiter zu Fuß, oder? Vor allem, wir haben keine Waffe. Warte mal, hat. Ach ja, die hat ja hier AC uns weggenommen. Glaube ich. Tatsächlich, oder? Tatsächlich unter den Umständen würde ich fast auch weiterlaufen. Also. Ich würde. Pass auf, weißt du, was ich machen würde? Hm? Ich würde um das Auto rumgehen, die Scheibe einschlagen, wo der komisch Infizierte liegt, meinen Gürtel abmachen, den Gürtel um den Hals schnallen, ihn an dem Gürtel aus dem Auto zerren, dann ins Auto reinsteigen und ab die Post. Und was ist, wenn es zwei oder drei sind? Nee, da steht, wird ja nur von einem die Rede sein. Aber leider ist diese Option hier nicht mit drin. Also ich würde sagen, zu Fuß, oder? Ja, ich würde es auch sagen. Ja, komm. Ich meine, er ist ja auch gut zu. Obwohl, wir sollten bedenken, dass da das Militär kommt mit der, also wie auch immer sie das ganze Ding platt machen wollen, ne? Also wir haben jetzt nicht unendlich Zeit. Ja, aber auf der anderen Seite fällt so ein Auto auch tierisch auf, ne? Ja, das stimmt. Und wir wissen nicht, was im Stadion ist, ne? Schreit nach Angriff. Das stimmt. Vor allem, weil da ist ja dieser Militärtrupp umgekommen offensichtlich oder verschleppt worden oder so. Also, ja, also zu Fuß ist schon sicherer, das stimmt, ja. Ja. Mm. Ja? Oder? Nö, ich glaube jetzt nicht sicherer, aber ich bin mir jetzt gerade, also ich bin halt, weil er sagte, der Hintere ist definitiv tot. Aber von dem oder den Vorderen erzählt er nichts, verstehst du? Ja, na, warte. Auf der anderen Seite könnte man schon mal eine Scheibe einschlagen. Davon passiert ja erstmal nichts. Stimmt. Hoffe ich. Okay, dann machen wir das. Dann schlagen wir eine Scheibe ein. Außer er nimmt seinen Kopf dafür, dann. Genau. Aber noch mal ganz kurz. Keine Ahnung, was mit ihnen geschehen ist, aber der hintere Passagier ist definitiv ein Infizierter, der aber bereits tot ist. Und dann kommt der nächste Satz. Denke ich zumindest. Also er relativiert das nochmal, ne? Hm. So. Aber du hast recht. Die Scheibe einschlagen, hey, warum nicht? Kann man mal machen. So wie es hier aussieht, sollte ich schnell etwas Passendes dafür finden können. Ach so, okay, gut. Immerhin nimmt er nicht seinen Kopf. Das ist schon mal gute Nachrichten. Erledigt. Der Schlüssel war tatsächlich noch im Zündschloss und befindet sich bereits in meinem Besitz. Okay, gut. Der infizierte Passagier auf der Rückbank ist jedoch noch am Leben. Das Zertrümmern der Scheibe muss ihn geweckt haben. Er ist zwar auch angeschnallt, steckt aber gierig die Finger nach mir aus. Die Finger? Die Hände? Ja, entschuldige. Die Finger. Der Fahrer ist tot. Naja, genaueres beschreibe ich jetzt besser nicht. Ja, wieso nicht? Keine Details. Okay, genug geplaudert. Ich muss mich jetzt wirklich etwas beeilen. Der Fahrer muss natürlich in jedem Fall aus dem Wagen. Aber ob ich den Infizierten da rausbekomme, ist mir noch unklar. Mhm. Okay. Kümmere dich um die Leiche des Fahrers oder kümmere dich zuerst um den Infizierten. Ja, das Zweite, oder? Also, der Fahrer rennt uns nicht weg. Ja, aber solange der halt am Steuer sitzt, können wir halt auch nicht wegfahren. Ja, aber den können wir doch, also wenn wir das mit dem Infizierten nicht lösen, können wir mit diesem Auto nichts anfangen. Egal, ob der Fahrer drin sitzt oder nicht. Aber bloß, weil der mit den Händen nach uns reicht, heißt das ja erstmal nichts. Na, wenn der Gurt dann plötzlich reißt oder so. Gurt reißen, hallo, da gibt es ein spezielles Messer für, dass du die überhaupt aufkriegst. Ja, gut, stimmt natürlich. Und ja, der ist nicht schlau genug, um den Knopf zu drücken, ne? Okay, dann also um die Leiche des Fahrers, oder? Ja, no risk, no fun, oder? Unser okay, Leben ist Falk, es ist deine Verantwortung, wenn hier irgendwas schief läuft, dann, ne? Geschafft. Ich habe wirklich kurz damit gerechnet, seine Zähne in meinen Nacken zu spüren. Von wem jetzt? Na, warte, nicht so schnell klicken. Weil er doch dachte, dass ihn der Tote von hinten anbeißt. Ja, aber, ja, genau, ja. Also, geschafft, ich habe wirklich kurz damit gerechnet, seine Zähne in meinem Nacken zu spüren. Vor okay. allem, als ich seinen Gurt gelöst habe. Also mit seinen meine ich, also den meint Fahrer. Er wahrscheinlich den Fahrer, genau. Und ja, mit Zähnen genau. meint aber den Zombie da hinten. Ah, okay, Okay, meine Verfolger sind jetzt wirklich verdammt nah. Schätze, ich werde nichts anders machen können, als die Fahrt mit dem Infizierten zusammen anzugehen. Ja, genau. Na dann, das wird doch ein schöner Roadtrip. Ja, eben. Ja, wenn man da mal heftig bremst, dann ist der... Aber ich würde sagen, dass auch jetzt eigentlich die Folge, ne? Ja, gut, aber wir müssen noch eine kleine Sache dann jetzt... Okay. Also, wir können jetzt sagen, gut, fahr los oder nein, löse den Gurt des Infizierten. Hö, warum das denn? Nee, fahr los, ist da alles gut. Genau, mal sehen. Fahr los,
Und Scheiße, das ist sowas von verrückt. Und damit enden wir diese Folge mit dieser spannenden Folge. Was also ist passiert, weiß keiner. Aber auf jeden Fall ist es verrückt. Verrückt. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass Sam noch am Leben ist. Das ist ja schon mal ein schöner Ausblick auf die nächste Folge. Das ist spannend. Oh Mann, das ist spannend. Was werden wir wohl beim Stadion erwarten? Werden wir unseren Bruder sehen? Werden wir doch zum Flughafen fahren? Werden wir ein Flugzeug finden, einen Hubschrauber, irgendwas? Wird das Militär das ganze Ding einbomben? Was ist mit diesem Zaun? Werden wir unsere Familie finden? So viele Fragen. Ha. Wie aufregend. Ja. Feige, es nimmt dich völlig mit, das merke ich schon. Ja, mein Bier ist alle und bin ein bisschen traurig auch. Ja, weil du die Katze nicht mitgenommen hast. Nee, weil es Bier alle ist. Ja, gut. Wir hoffen, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und Falk, ich hoffe, du bist auch das nächste Mal wieder mit dabei. Ich versuche es klar zu machen. Sehr gut. Und dann, Sammy, hoffentlich bist du auch wieder das nächste Mal dabei. Und dann würde ich sagen, tschüssi, bis bald. Tschüss. Tschüss.